Hi, ich bin Dejan und ich möchte euch das Games im Unterricht Toolkit vorstellen. In den Computerspielschulen haben wir sehr viel Erfahrung mit Game Design und Maker-Projekten gesammelt. Diese haben wir mit dem Bildungsplan verknüpft und für den ganz konkreten Einsatz im Schulunterricht aufbereitet. Natürlich lassen sich die Methoden aber auch für die außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit einsetzen. Insgesamt haben wir 6 Module entwickelt, die unterschiedliche Methoden und Werkzeuge nutzen, um Algorithmen und Programmierung nicht nur zu erklären, sondern vor allem auch praktisch erfahrbar zu machen. Wir begleiten unsere Helden Platina und Chip auf ihren Abenteuern und helfen ihnen, die Bad Bugs zu fangen. Dabei werden Figuren und Roboter programmiert und ganze Level umgestaltet. Wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt in den einzelnen Modulen mal genauer an. Jedes Modul wird in ausführlichen Handreichungen beschrieben und erläutert und durch einen schönen Comicstrip eingeleitet. In Modul 1 geht es darum, dass Platina und Chip diesen Bad Bug durch ein verworrenes Labyrinth verfolgen müssen. In der Praxis ist das ein kleines Spiel, bei dem einer Person die Augen verbunden werden und die anderen müssen dann mit ganz klaren Anweisungen diese Person durch das Labyrinth lotsen, um den Bad Bug zu fangen. Und im Koffer befinden sich schöne Moderationskarten, die das Ganze nochmal genau erklären und darüber hinaus noch Übungen, die das ganze Wissen nochmal vertiefen. Das Modul 2 arbeitet mit dem bewährten Online-Tool Scratch, welches einige vielleicht schon aus der Schule kennen. Dieses Tool führt dann blockbasiertes Programmieren ein, was auch die Zusammenstellung von komplexeren Algorithmen ermöglicht. Im Koffer liegen noch diese tollen Retro-Gamepads bei, mit denen sich dann die selbstprogrammierten Spiele auch schön steuern lassen. Und das macht dann noch besonders viel Spaß. Modul 3 arbeitet mit Bloxels, einem innovativen Game-Design-Tool, welches Farbkodierung nutzt, um Level zu gestalten. Auf den grünen Blöcken kann man laufen und springen, die roten Blöcke sind Fallen, da sollte man lieber nicht hin. Die gelben sind Münzen, die man einsammeln kann. Und das Weiße hier oben, das ist das Ziel, was es in dem Level zu erreichen gibt. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, über Pixel Art seine eigenen Figuren und Charaktere zu gestalten, so wie hier beispielsweise Platina, die man dann über eine Kamera einscannen kann und dann im Spiel zum Leben erwecken kann. Modul 4 arbeitet mit Makey Makey. Das sind diese kleinen Platinen, die verschiedene Tasten haben, die sich wiederum mit Krokodilklemmen an Gegenstände anschließen lassen. Probiert mal aus, was alles Strom leiten kann. Und das kann man dann wiederum als Game Controller nutzen. Diese selbstgebauten Controller könnt ihr dann in vorgefertigten oder eigens programmierten Scratch-Programmen selber ausprobieren. Wir haben schon gelernt, wie man Labyrinthe nutzen kann, um die Grundlagen der Programmierung kennenzulernen. In Modul 5 begeben wir uns jetzt in virtuelle Welten, genau genommen in die virtuelle Welt von Mindtest. Hier gibt es Labyrinthe, die vorgefertigt sind, durch die man Chip lotsen kann, aber auch Bauplätze, in denen man sich gegenseitig Herausforderungen stellen kann. In Modul 6 verwandelt sich Chip in diesen kleinen Roboter. Diesen kann man programmieren und auch seine Sensoren kann man nutzen, um verschiedene Hindernisse zu erkennen, aber auch beispielsweise um Laserduelle auszutragen. Darüber hinaus gibt es in dem Koffer noch diese Karten mit verschiedenen Aufgaben und Tipps, sodass verschiedene Schwierigkeitsgrade möglich sind und für jeden etwas dabei ist. All die Module sind so konzipiert, dass sie sich zwar einerseits hervorragend ergänzen, aber auch einzeln einsetzen lassen. Schulischen und außerschulischen Bildungsprojekten in Baden-Württemberg stellen wir sämtliche Materialien kostenfrei zur Verfügung, auch die dazugehörigen Lizenzen. Geht dazu einfach auf gamesimunterricht.de. Und wenn ihr einen Koffer ausleihen wollt, dann kontaktiert uns einfach. Ebenso, wenn ihr Fragen habt. Viel Spaß beim Ausprobieren.